begrüßen Sie Pierre Thomé. Guten Abend. Buonasera, bonsoir. Eben, was Sie da sehen, ist eigentlich unsere Schule. Es ist der inoffizielle Teil. Wir haben heute mehrmals darüber geredet, dass man die Leute emotional abholen sollte. Das ist unsere Microsite. Vielleicht kann man noch kurz ein bisschen einmal zur Seite hin und her laufen. Da sieht man, wie das dort aussieht. Ob das klappt mit der Technik. Genau. Es geht noch ein bisschen weiter. Man merkt einfach bei den Illustratoren, es ist immer wahnsinnig unaufgeräumt. Bei den Graphic Designern sind die Tische leer. Nun, die ersten Sätze kann ich mir alle sparen. Horst hat in dem Sinn schon alles eigentlich gesagt. Und it's my pleasure and my honor to be here as part of this kind of conference. And ich bin wirklich sehr froh, dass ich finde es ein Privileg, hier zu sein und dieses Buch vorstellen zu können. Horst hatte mich gebeten, ein bisschen darüber zu sprechen, wie das überhaupt möglich ist, wie man Leute zeichnet, die sich bewegen. Irgendwo habe ich das auch eingebaut. Ich sage nur ein paar ganz wenige Worte zu dem Studiengang. Wir unterrichten Fiction und Non-Fiction. Non-Fiction steht für wissenschaftliche Illustration. Ihr habt heute Morgen schon meinen Kollegen Christoph Badu gehört dazu. Und ich glaube, jetzt können wir mal weitergehen. Genau, das war die Schweizer Übersetzung für Bonjour, Buonasera, Moin, Ovent und all die anderen Sachen. Das sind Arbeiten von Studentinnen. Das sind die Raining Elephants und die haben mehrere Preise gewonnen und die unterrichten mittlerweile schon. Vielleicht ein, zwei Worte zu meiner Lernphilosophie. In einer Nussschale, um es auf Englisch zu sagen, Vertrauen. Trust. Mein Verständnis von Illustration, Zeichnen als Sprache. Als ich damals angefangen habe, ich habe die Stelle 2002 angetreten, hatten alle von Bildermachen geredet. Man hat viel von Bildfindung geredet. Der erste Lehrer kam zu mir und hat gesagt, bei mir machen wir Bildfindung. Wir lassen so alles auf das Blatt tröpfeln oder wir hauen mit dem Hammer auf die Druckplatte und dann sehen wir etwas da drin, so wie man in den Wolken Kaninchen sieht oder Schlösser oder sowas. Und ich fand das ein bisschen esoterisch mit der Zeit und gewundert, das ist schön und gut bei dem ersten, aber als der dritte und vierte kam und gesagt hat, wir machen Bildfindung, da wusste ich, ich muss hier grandios was ändern. Und heutzutage reden wir eben von Zeichnen, Illustration als Sprache oder eine Erweiterung von Sprache. Nichts, was den Text ersetzt, sondern einfach etwas, das den Text vervollständigt. Die Begriffe, in denen wir unsere Arbeit definieren, sind eher Klarheit, Präzision, inhaltliche Tiefe. Und das sind zwei Arbeiten aus einer sehr preisgekrönten Arbeit. Dafür haben die zwei Studentinnen, die mittlerweile Dozentinnen sind, den Bologna-Preis für das beste Bilderbuch gewonnen. Es ist eigentlich eine 1:1 Übersetzung von der Bibelstelle über Noahs Arche. Und das ist die erste Seite aus dem Buch, das ich euch vorstellen will. Und Klarheit, Präzision, inhaltliche Tiefe, ob eine Illustration das einlösen kann oder nicht, darüber entscheidet eigentlich nur einer, das ist das Publikum. Hier die Frage des Lehrers, warum soll meine Arbeit irgendjemand interessieren? Nun, wir alle Lehrer komme ich immer weniger zum Zeichnen und Illustrieren. Dafür habe ich gelernt, übers Zeichnen und Illustrieren zu reden. Und ich habe eine neue Leidenschaft entdeckt, das sind Bücher machen. Das hier ist das Vorletzte, in Bildern denken. Und ein Buch zu machen, ist nicht wirklich ein rationaler Entscheid. In diesem Fall hatten wir halt ein Budget. Und wer ein bisschen vertraut ist mit dem akademischen Rechnungswesen oder den Institutionen, wie die funktionieren, versteht, was ich meine, wenn ich sage, dieses Budget, das sich plötzlich aufgrund von einer Ausstellung, die nicht stattgefunden hat, noch da war, drohte zu verfallen in so einem nihilistischen Akt buchhalterischen Starrsinns. In der Nacht vom 31. Dezember 2014 auf den 1. Januar 2015 sollte all dieses schöne Geld inklusive der Zusage einer Stiftung sich in eine glatte Null verwandeln. Und
Zero, nada, niente, nüt. Damit kann ich nicht leben. Und was herausgekommen ist, ist eben dieses Projekt Zeichner als Reporter. Und das ist nichts Neues. Und vielleicht muss ich noch ganz kurz den Titel übersetzen. Auf Englisch hieß es jetzt Painter as Reporter. Ist es Draughtsman? Ist es Drawing as a Reportage? Ich weiß es nicht, was das Beste ist, aber Painter ist nicht wirklich, hat es nicht wirklich getroffen. Aber Zeichner als Reporter ist nichts wirklich Neues. Es gab in dem Moment, wo die Pressen es ermöglicht haben, in großen Auflagen Bilder zu drucken, auch Bilder, illustrierte Zeitungen. Und weil Fotografie noch keine Bewegung festhalten konnte, aufgrund der langen Belichtungszeit konnte man nur tote Soldaten zeigen oder fotografieren oder die Kanonen oder man hat all die Leute, wo sie neben ihren Pferden stehen und 5 Minuten lang in der prallen Sonne so da stehen. Also Uniformen hat man auch viel fotografiert. Was die Zeichnung konnte, war eigentlich relativ nah an die Leute rangehen und Action zeigen. Und dann kam die Fotografie und die Belichtungszeiten wurden kürzer und das hat sich alles geändert. Reportagen ist was anderes für mich auch. Es ist etwas sehr Kurzlebiges. Man kennt es Zeitungen als etwas, das man liest, aber man kennt Zeitungen auch, zumindest früher war das so, auch als etwas, in das man einen Fisch einpackt. Und deswegen haben wir gedacht, wir drucken das Buch auf Zeitungspapier. Und das ist cool, weil so ein billiges Buch habe ich noch nie gedruckt. Also, und ich glaube, so schnell ist es auch noch nie gegangen. Das ganze Buch war vermutlich in einer halben Stunde gedruckt. Wenn so ein Rollendruck einmal gestartet ist, das rattert wie ein Maschinengewehr. Die erste Reportage, die ich vorstellen werde, ist nur ein kleiner Ausdruck davon, ist Endstation KVA, Endstation Kehricht Verbrennungsanlage. Fast alle Arbeiten, die Sie sehen, sind von Studenten. Und viele Schulen machen Best-of-Arbeiten und sowas interessiert mich nicht. Diese Showcases, die gemacht werden mit der Absicht, das Publikum zu beeindrucken, das langweilt mich. Ich finde es immer spannender, wenn man ehrlich ist, wenn man Schwächen zugibt. Wir möchten eigentlich nicht zeigen, wie toll wir sind. Wir möchten eine Diskussion starten. Wir möchten die Unsicherheiten aushalten und wir möchten etwas anstoßen und gucken, was dann passiert. Insofern sind die Reportagen, die hier versammelt sind, oder die Visual Essays, wie wir sie nennen, unterschiedliche Möglichkeiten, wie man an die Sache rangehen kann. Wir haben sie ausgewählt nach der Unterschiedlichkeit, nicht nach dem Best-of. Hier sehr dramatisch im Ton wird das Ende der Zeitungen inszeniert. Etwas doppeldeutig, in der Schweiz 55 Tonnen, die jedes Jahr verbrannt werden. Komplett anders der Anfang des Buchs. Das ist die erste Reportage mit dem Titel Richard Kabamba, Journalist. Und hier geht es um einen Asylbewerber, der als Journalist im Kongo gearbeitet hat. Und die Reportage zeigt, finde ich, exemplarisch, was passiert, wenn Text und Bild auseinanderdriften. Auf der einen Seite haben wir die sehr engagierten Aussagen des Journalisten, respektive des Asylbewerbers, und dann sehen wir gleichzeitig etwas ganz anderes. Am Anfang telefoniert er noch mit seiner Mutter. Ich bin ein bisschen nah rangegangen, damit ihr die Zeichnungen näher sehen könnt. Er erklärt ihm noch, während dem telefoniert er mit seiner Mutter. Und nach verschwindet er in dieser Decke, die ihn komplett verschluckt. Und ich denke, weit über das Gesagte hinaus vermittelt die Zeichnung hier sehr eindrucksvoll diese stumme Resignation von jemandem, der dazu verdammt ist, einfach zu warten, dass irgendwas passiert. Der nicht arbeiten darf, der keine Heimat hat und eigentlich nur noch auf Dokumente und Formulare arbeitet. Zeichnen als Reporter ist natürlich ein Buch, ich wollte ein paar Worte zur Gestaltung sagen. Das ist die Zeichnung wieder, das sind die ersten Entwürfe zum Titel, zur Titelschrift. Die Gestaltung kommt von Anna Haas. Anna Haas ist eine ehemalige Studentin, auch als Dozentin mittlerweile engagiert. Und sie hat bei Karl Martens studiert, den Master dort gemacht nach der Schule. Und von Anfang an war es klar, sie wollte eigentlich dieses Cover haben, wie eine Boulevardzeitung. Sie hatte die Idee mit dem Zeitungsdruck. Ich habe die Idee eingebracht, dass es ja auch ein Objekt ist und sie war sofort Feuer und Flamme für die Idee, es in einen Umschlag zu stecken. Und so sieht das Ganze dann nachher aus.
also fast so, das sind noch die ersten Entwürfe. Und so sieht es jetzt innen drin aus. Und vielleicht noch ein paar Worte eben zur Gestaltung. Kein Mensch ist eine Insel. Und jedes Buch ist das Werk einer Gemeinschaft. Man macht keine Bücher allein. Es braucht viele Leute dazu. Und für sie bestand die Aufgabe drin, eigentlich den Text nicht nur visuell zu strukturieren, sondern ihn auch zu takten, einen gewissen Rhythmus zu geben. Wir fangen an mit einem Gespräch, das ein bisschen den Kontext geben sollte, mit dem wir ein bisschen diese Reportagen verorten wollten. Und es gibt die Teilnehmer, es gibt die Fragen, dann gibt es Inserts bei gewissen Fragen, die wir selber nicht beantworten konnten, haben wir die Experten angefragt. Und dann muss man wieder sagen, wer das ist. Und das sind diese kleinen Textstellen. Und na, das erinnert mich auch noch an etwas. Wir haben das eigentlich recht gut vorbereitet. Ich hatte meine Erfahrungen mittlerweile damit, da ich nicht so gern schreibe und lieber rede, hatte ich einen Journalisten damit beauftragt, quasi das Gespräch zu führen. Die Fragen hatten wir vorher besprochen. Wir hatten das alles, also welche Fragen er stellen sollte, in welcher Reihenfolge. Yves Noyau, das ist der Dozent, von dem werden Sie auch arbeiten sehen, der diesen Kurs jetzt seit über 10 Jahren gibt. Beat Schlepfer, der Journalist, und ich saßen zusammen und wir haben eine Stunde lang geredet. Und dann hat er diesen Apparat genommen und wollte das abspielen. Und dann wurde er ein bisschen rot im Gesicht und hat sich ganz oft entschuldigt. Und dann haben wir es halt nochmal gemacht. War für ihn sehr vorteilhaft, weil jetzt war es viel präziser und viel konziser. Und der Text hat sehr profitiert davon. Natürlich sind wir noch mehrmals drüber. Aber das Bild da bringt mich darauf, dass wenn man aus der Perspektive heute zurückschaut, merkt man plötzlich, dass alles einen Sinn macht, eins zum anderen führt. Ein bisschen hier bei dem Vortrag von Debbie Millman gestern. Das ist ein Cover für die Comiczeitung, das Comicmagazin Strapazin. Ich glaube, das wurde schon ein paar Mal erwähnt. Und das war 1998. Hier ist es noch einmal näher. Und das ist das erste Mal, dass ich mich wirklich mit dem Medium Comic-Reportage beschäftigt habe. Und hier reden wir noch von Comic-Reportage, weil das Vorbild war eigentlich Joe Sacco. Der Auslöser war Joe Sacco. Und von Joe Sacco möchte ich kurz was vorlesen. Er sagt, der Unterschied zu einer geschriebenen Reportage, und er hat Journalismus studiert, er hat nicht in der Kunstakademie studiert. Er sagt, eine Comic-Reportage kann dem Leser unmittelbar vermitteln, wie es sich anfühlt, zu dieser Zeit an diesem Ort zu sein. Sie orientiert einen. Ein Autor nutzt die Sprache, um einen Ort zu beschreiben. Ein Comiczeichner muss den Ort in Bildern darstellen. Und zwar immer auf dieselbe Weise. Und das ist etwas ganz anderes. Ein Autor beschreibt, dass die Straßen matschig sind, aber er darf das nicht die ganze Zeit wiederholen. Ein Comiczeichner kann den Matsch in jedem Bild zeichnen, vielleicht in Dutzenden von Bildern. Und dieser Matsch begleitet den Leser ständig im Hintergrund, unabhängig davon, was die Handlung, was im Vordergrund passiert. Dieser Text bezieht sich eigentlich auf Gaza, seine Reportage. Das Bild hatte ich leider nicht zur Verfügung und ohne Internet konnte ich es auch nicht runterladen. Aber das ist jetzt eine andere Reportage, die er gemacht hat, hier eine Detailaufnahme. Und man merkt, wie er mit den Stimmungen arbeitet und wie die Illustrationen Sinn für Raum, für das Gefühl, für die Zeit gibt. Und er arbeitet wie ein Journalist, das ist wieder aus Gaza. Dort hat er den Schulhof, in dem alles passiert ist, als Plan aufgezeichnet. Und da er eigentlich nur mit Zeugenaussagen arbeitet, hat er immer versucht zu überprüfen, indem er die Leute gefragt hat, wo genau standest du? Wo standen die Soldaten? Das kann nicht sein. Der andere hat gesagt, es ist dort. Und wie wir alle wissen, Erinnerung ist etwas, das sich immer wieder selbst überschreibt. Erinnerung ist nicht besonders zuverlässig. Und so versuchte er eigentlich zwischen all den verschiedenen Zeugenaussagen das zu destillieren, was am nächsten an die Erinnerung rankommt, an die Wahrheit rankommt oder an die Erinnerung an die Wahrheit von damals. Er ist eben zweimal gewissermaßen Auslöser gewesen für die Publikation. Damals für den Strapazin, für ein ganzes Comicheft. Und das zweite Mal, ich gehe vielleicht doch noch einmal zurück, wegen der Ausstellung. Ich hatte das Budget
Und dann hörte ich, dass eben Josaco diese Ausstellung macht im Cartoon Museum Basel und habe gedacht, das ist eine großartige Gelegenheit. Die Direktorin gekannt, wir haben telefoniert und innerhalb einer halben Stunde stand eigentlich das Konzept, die Idee, der Verlag wurde angefragt, alle waren einverstanden und so kam das Buch zustande. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu der Frage, was ist ein Visual Essay? Der Kurs heißt eben Visual Essay. Und wieso nennen wir ihn Visual Essay, wieso nennen wir ihn nicht Comic-Reportage? Und das hat für mich damit zu tun, dass die Comic-Reportage zu eng gefasst ist. Und darauf komme ich nachher nochmal zurück. Wenn ich in das Strapazin zurückdenke, was wir damals hatten, war neben Josacos, in dem Sinn politisch-sozialer Reportage, alle anderen Beiträge waren nur Reisereportagen. Das sind Bilder, die ich in Indien gemacht habe und Reisereportage ist was anderes. Man geht an einen Ort, und das jetzt eben wiederum aus dem Buch, man redet mit den Leuten, man malt die Leute, man zeichnet, aber es ist was anderes. Wenn ich die beiden Bilder unten gucke, wo ist da der Laserpointer? Da. Da sieht man so ein bisschen die Größe. Da oben steht eine Person. Das sind Holzboote, die in Mandvi an dem Strand gebaut werden. Und in Indien ist everything falls into place. Man sitzt da und zeichnet und sofort kommt jemand und sagt, möchtest du das nicht von innen sehen? Und so haben wir jede Menge Sachen darüber erfahren. Und indem ich euch darüber erzähle, wie so ein Schiff eben, innen aussieht, das wird alles gebaut ohne Werkzeuge. Es gibt kein einziges elektronisches Werkzeug. Es wird alles noch wie vor 400 Jahren gebaut. Und umso mehr ich davon erzähle, umso mehr wird es ein bisschen, fängt es an, zu einer Reportage zu werden. Und trotzdem ist es noch etwas anderes. Hier die Stelle im Buch nochmal. Vielleicht ganz kurz zurück, weil ich war wahnsinnig beeindruckt davon, wie die Bretter schneiden. Die haben ewig lange Bäume, die so lang sind wie diese Bühne. Und dann spannen sie ein Seil, das mit Kreidepuder eingefärbt ist, spannen es ganz fest und jemand kommt und lässt es dagegen knallen und dann schieben sie es unter eine Motorsäge und schneiden diese Planken raus. Und wenn es krumme Bretter zu schneiden gibt, dann kommt jemand und macht halt einen Strich und er weiß ganz genau, in welchem Moment er hier ein bisschen hochgehen muss. Und sie schneiden diese Planken und das passt. Wir haben über Craft geredet. Wenn man über Handwerk, also in dem Sinn Traditional Craft reden will, dann muss man, denke ich, nach Indien, weil dort gibt es wirklich noch dieses Wissen, das im Körper, das in den Händen ist und auf keinem Papier und auf keinem Plan festgehalten ist. Woher kommt der Begriff? Was ist der Unterschied zum Reisejournal? Reisejournal allein finde ich ein bisschen langweilig. Und wir haben dann Marshall Arisman gefragt. Marshall Arisman leitet an der New York School of Visual Arts den Kurs eben Illustration as Visual Essay. Und von ihm hatte ich eigentlich diesen Begriff als Inspiration und wollte wissen, wie er darauf gekommen ist. Und er schrieb zurück, dass Richard Gangle, damals in den 60er Jahren der Art Director der Sports Illustrated, seinen Illustratoren nicht nur einen Artikel gegeben hat zum Illustrieren mit einer Illustration oder zwei, er hat angefangen, ihnen ganze Bildstrecken, respektive leere Seiten zur Verfügung zu stellen und in Form von eben, er hat das Visual Essay genannt, über Sportereignisse zu berichten und zwar zeichnerisch. Das Cover hier ist von Tommy Ungerer und die Bilder findet man zum Teil auf dem Internet, Kentucky Derby. Und jede Menge Illustratoren haben so angefangen, sich definitiv als Autoren zu fühlen. Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass mit dem Aufkommen der Fotografie das Genre verschwunden ist und plötzlich erfindet es sich wieder neu. Eine große Inspiration für sehr, sehr viele Leute ist Robert Weaver. Nicht nur die Art, wie er grafisch das Ganze inszeniert, seine Zeichnungen. Was ihn unterscheidet, ist, dass er von Anfang an in einer dramaturgischen Struktur denkt, dass er von Anfang an eigentlich in einer Geschichte denkt. Und das unterscheidet ihn von Reisereportagen, von Skizzen, die unterwegs passiert sind, dass von Anfang an das Ganze eigentlich denkt. Bei Weaver schrieb mir Alexander Rob, das ist der Leiter des Melton Pryor Instituts, er unterrichtet in Stuttgart an der Kunstakademie. Bei Weaver ging es später um strukturelle und mediale Bezüge, Experimentierfreudigkeit und eine betont individuelle Sichtweise. Und
es gibt all diese Einflüsse, die damals modern waren. Und die Einflüsse, Illustration spiegelt all die Einflüsse der Zeit. Von den sozialen Reportagen eines Bernd Scharn, jetzt weiß ich nicht, ob die dabei sind, genau, das war ein Einfluss. Das war Bernd Scharn, der gleichzeitig illustriert hat, in den 30er Jahren aber auch Fotos gemacht hat von der großen Rezension. Und wenn ich jetzt nochmals Comic und Visual Essay miteinander vergleiche, der Comic, vielleicht gehe ich noch ganz kurz zurück und erkläre das Bild, das Journal 21, die veröffentlichen hauptsächlich, wenn sie Reportagen veröffentlichen, sie in einer gewissen comichaften Form. Es gibt ein weiteres Interesse an dieser Art in Reportagen, gezeichneten Reportagen. Es gibt Symbolia Magazine in Amerika, es gibt La Revue Dessinée in Frankreich. Aber wenn ich es in diesen Panels organisiere, gebe ich die Struktur vor und die Erzählweise vor. Und tendenziell eigentlich auch die Ästhetik schon vor. Und für uns heißt Visual Essay, dass ein Teil eben visuell argumentiert wird. Das heißt, der Text und das Bild stehen gleichberechtigt nebeneinander. Und Essay steht für die sehr, sehr offene Form des Ganzen. Eine andere Frage ist, das vielleicht komme ich nachher drauf zurück. Fotografie oder Zeichnung? Ich meine, der Unterschied ist klar. Das eine macht Klick und das andere, da sitzt man da und nach einer halben Stunde ist so vielleicht mal ein paar Striche getan. Also Langsamkeit. Und ich zeige jetzt diese Arbeiten von Olivier Kugler, der als Gast gekommen ist zu diesem Kurs. Und Olivier Kugler, mittlerweile arbeitet er nach Fotografien. Aber Olivier Kugler hat angefangen als Zeichner. 14 Jahre lang hat er jeden Tag gezeichnet. Seine Abschlussarbeit noch in Deutschland, bevor er eben nach New York an die School of Visual Arts ist, zu Marshall Erisman und anderen, war eine gezeichnete Reportage oder eher Dokumentation, ich glaube, des Hamburger Hafenviertels. Und sein Strich ist eigentlich immer noch sehr zeichnerisch. Diese Bilder sind sehr groß. Er arbeitet auf so großem Format. Und er arbeitet nach Fotos mittlerweile, aber die Fotos dienen eigentlich rein dokumentarischen Zwecken. Das heißt, er malt nicht Fotos ab. Aus ganz vielen stellt er sie zusammen. Aber dadurch passiert etwas, was nicht in jeder Zeichnung möglich ist. Seine Leute sehen sich sehr, sehr ähnlich. Hier das eigentlich... Er erzählt seine Lebensgeschichte und Olivier Kugler ist jemand, der sehr viel reist und mittlerweile oft das auch eben für Médecins Sans Frontières, ich glaube, dort war er im Irak, in einem Flüchtlingslager, in der Türkei, in einem Flüchtlingslager. Und natürlich sind all diese Details, die er zeichnet, das kann man nicht festhalten, besonders weil es auch schwierig ist, in solchen Situationen die nötige Zeit aufzubringen. Er kann nicht 2-3 Wochen in so ein Lager gehen oder 2 Monate. Das ist begrenzt, man ist eine Woche da, es ist alles organisiert. Er konzentriert sich auf das Interview, er schießt, sagt, 300-400 Bilder, die alle schlecht aussehen. Und aus diesen Bildern stellt er nachher diese Zeichnungen zusammen. Und weil er so lange selber gezeichnet hat, sehen sie immer noch sehr, sehr zeichnerisch aus. Und das ist von Yves Noyau. Yves Noyau ist eben der Leiter dieses Kurses, er unterrichtet diesen Kurs. Und hier macht er eben genau das Gegenteil. Hier macht er Zeichnungen aus einem Sterbehospiz. Und der Verein Palliativ Zürich verzichtet ganz bewusst auf Fotografie, weil sie von den Verantwortlichen als zu brutal empfunden wurde. Für sie wäre es undenkbar gewesen, mit fotografischen Mitteln zu arbeiten, auch unter Wahrung der Anonymität der Sterbenden und unter Verzicht der Erkennbarkeit der Physiognomien. Ein gezeichnetes Bild ist niemals so direkt und so brutal wie ein Foto. Illustration oder Zeichnung ist verzeihlicher. Es erlaubt uns, über Dinge zu sprechen, die uns manchmal sonst schwerfallen würden, auszusprechen. Ich zeige ein anderes Beispiel. Das hier ist eine Reportage von einer Studentin jetzt. Und ab hier werdet ihr fast nur noch Studentenarbeiten sehen. Von jemandem, der davon träumt, dass ein, oder die Fantasie hat, auf Französisch sagt man Fantasme, dass sein Körper erst vollständig ist, wenn er ein Bein amputiert bekommt. Und hier kann die Zeichnung eigentlich das darstellen, ohne es direkt darzustellen. Und es kann
einem Unbekannten kann man beichten, das, was man den Vertrauten und Geliebten nicht sagen kann. Er spricht darüber, dass er jeden, den er kennt und liebt, anlügen muss, weil er versteht, dass man ihn für verrückt erklären kann. Aber er sagt, das ändert nichts an meiner Kondition. Es gibt sie, es gibt mehrere Menschen, die das haben. Und ich finde diese Zusammen- und Gegenüberstellung einer Doppelseite von der Säge und dem Bein, zusammen mit den Kommentaren, das ist ein literarisches Vorgehen und das ist das, was ich meine mit Zeichnen als Sprache. Ihre nobelste Form der Sprache ist Literatur. Wir sprechen nicht immer, um jemanden zu beeindrucken. Wir sprechen nicht, um zu zeigen, wie toll wir sprechen. Wir sprechen auch nicht ununterbrochen in Hexametern. Wir sprechen vor allem, um etwas zu sagen. Aber wenn man wirklich versteht, wie man etwas sagt, dann kommen Elemente rein wie Prosodie, die Art, wie man es ausspricht. Poesie kommt rein und plötzlich schafft man es, die Menschen zu berühren und ein Gefühl zu geben für eine Situation, Empathie zu wecken. Als Zeichner, das ist eine kleine, ist ein Ausschnitt aus dem Comic, aus dem Buch. Wir haben als Lehrer diesen Kurs, nachdem wir ihn ein, zweimal gemacht haben, zu dritt durchgespielt. Wir sind an eine Stelle, an einen Ort, zum RAF, zur regionalen Arbeitsvermittlung gegangen. Und diese kleine Anekdote erzählt etwas anders. Ich lese es vor für die da hinten. Das ist Yves im Selbstporträt. Ich mache bei gezeichnete Reportagen in der Asylorganisation mit. Darf ich sie porträtieren? Und die Frau sagt, nein. Ich glaube zu wissen, dass sich in Afrika manche Leute nicht fotografieren lassen, aus Angst, ihre Seele zu verlieren. Das trifft nicht zu. Einer von euren Kollegen hatte mich vorhin schon bereits gezeichnet und ich fand es nicht besonders gelungen. Als Zeichner gibt man sich eine Blöße. Wenn ich fotografiere, verstecke ich mich hinter einer Kamera und wenn ich zeichne, sieht der andere sofort, was ich mache. Und gleichzeitig stellt diese Art von Offenheit und Blöße, die man sich gibt, ein anderes Verhältnis zu dem Gegenüber her. Und das kann auch den Verlauf der Diskussion ändern. Im Prinzip ändert sich alles. Hier, das ist von einem ehemaligen Studenten, Christoph Fischer. Und Christoph Fischer ist jemand, der keine Angst hat. Er war in Chicago und er hat das gemacht. Er ist dorthin gegangen, wo niemand hingeht. Er ist in die Slums gegangen mit seinen großen blauen Augen. Und er kann etwas, was ich nicht kann. Vielleicht bin ich zu kurzsichtig, vielleicht bin ich zu fokussiert. Wenn ich zeichne, vergesse ich alles drumherum. Er hat ein sehr offenes Auge, Sensorium oder Gefühl dafür, wo er ist, wo er sich befindet und wie er arbeitet. Und er sitzt dann am Straßenrand in einem Ort, wo kein Tourist da ist, und gar kein weißer Tourist. Und plötzlich hört er ein Geräusch, das er nur aus Filmen kennt. Und dann kommt ein Kerl zu ihm und sagt, hey, toll, was du zeichnest. Du musst keine Angst haben, der andere will nur angeben mit seiner neuen Pistole. Ist nicht wegen dir. Aber am Ende ist er noch beim Drogenhandler gelandet und er durfte dessen Kinder zeichnen und er musste alle Goldketten zeichnen. Und wie gesagt, everything falls into place. Also man muss einfach irgendwie nur parat sein. Hier, das ist in Luzern mit seinem sehr sozial geschulten Auge, eine Reportage über Randständige. Ich mag besonders der kleine Typ, der hinten, der Punk, der Junge, der da sagt, oh Mann, wenn ich zeichnen könnte wie du, wäre ich schon Millionär. Für jeden, der als Illustrator überlebt, ist das wirklich lustig. Und der da ist auch nicht schlecht. Um nochmal zu betonen, diese Art von Austausch, die zwischen Zeichner und Gezeichnetem stattfindet, dieser Typ sagt natürlich ganz klar, gell, muss schon sagen, wenn du nicht willst, dass sie dir auf die Zeichnung schauen, weil das ist einfach kein Respekt. Ich kann auch einen von denen zu Boden drücken, wenn sie es nicht begreifen. Easy, es wäre kein Problem. Muss halt einfach sagen. Ich habe vorhin über sich orientieren gesprochen. Mein Christoph Fischer ist ein sehr versierter Zeichner. Und nicht jeder verfügt über die gleichen handwerklichen Fertigkeiten. Aber hier mal ein Beispiel, eigentlich, wie man sich auch irgendwie orientieren kann. Das hier ist über, sind Survival-Tipps. Und hier haben wir einen sehr überraschenden Kontrast eben zwischen Inhalt und Form. Die etwas naiven Überlebenstipps, da hinten kann man das noch lesen, wie man Birkensalat, Rindensalat macht und solche Sachen, kommen unerwartet in dieser etwas postapokalyptischen, düsteren Ästhetik daher
Und dadurch ändert sich alles. Wir können Bedeutung nicht getrennt von ihrer äußeren Erscheinung, von ihrer Form denken, respektive wahrnehmen. Es ist einfach nicht möglich. Es ist eine seltsame Idee, dass die Worte oder die Bedeutung der Worte allein für sich steht. Wir arbeiten genau mit dem Gegenteil. Wir stellen Kontext und Bezug zu den Worten her und sofort ändert sich die Bedeutung, je nachdem, wie es gezeichnet ist. Hier eine Reportage ein bisschen im Stil einer Infografik. Yves setzt gerne immer so kleine Themen. In diesem Fall war das, glaube ich, typisch Schweiz: Sauberkeit, Sicherheit, Pünktlichkeit. Sie hat sich für die Sicherheit entschieden und ist zum Flughafen und hat eigentlich versucht herauszufinden, auf was man alles achten muss, was alles passieren kann. Und rot sind eben all die Probleme, das Loch im Zaun, die Hasen auf der Piste und was sonst Gefährliches in der Schweiz passieren kann. Hier jetzt wiederum ein sehr klassisches Beispiel. Man könnte meinen, es ist Comic, aber es ist eigentlich wesentlich näher bei der Infografik. Es hat die klare Linie des Comics, wie man sie von Hergé kennt, aber man könnte auch sagen, es hat die klare Linie wie früher, bevor es 3D gab, die Flugzeuganleitungen aussahen. Die hatten alle diese sehr klare, autoritäre Linie, weil eine so klare, sauber geführte Linie hat auch immer eine gewisse Autorität. Und seine Reportage heißt, finde ich es jetzt? Genau, die Kanüle des Dr. K. Ich finde besonders schön, wie er sich selber inszeniert hier am Anfang. Schlank werden am Zürichsee ist das untertitelt. Das sind die Pantoffeln, die er anziehen muss. Und dieses Outwear, etwas für die Haare. Und er ist eigentlich nur in diesem Bleistift und Block sichtbar. Atemmaske. Und er benutzt die Bildsprache der Infografik und des Infocomics. Aber er bringt etwas rein. Die Art, wie er die präzise beobachteten Details, sind nicht ohne Ironie. Ich meine, es geht um Fettabsaugen, aber man fragt sich vor, um Gottes Willen, und warum muss man dort Fett absaugen? Natürlich wird das Ganze dargestellt, wie man das darstellt und das sauber erklärt, sodass man versteht, wie das funktioniert. Und hier fährt der Autor dann nach Hause. Und das letzte Bild relativiert alles, was er vorher gesagt hat. Wie gesagt, das Buch zeigt Möglichkeiten. Essay, weil es sehr, sehr offen ist. Hier ist das Porträt einer Kreuzwort-Autorin. Und die Studentin hat hier die Form eines Kreuzworts, also eigentlich sehr spielerische Form, gewählt, um die Autorin zu präsentieren. Sie heißt Trudi Müller-Bossart. Und das Bild unten bezieht sich auf, ja, ich finde es, glaube ich, nicht, aber es gibt jemand, es steht vermutlich auf der anderen Seite, die ich jetzt nicht gerendert habe. Eine alte Frau hat sich geweigert zu sterben, bevor nicht das Kreuzworträtsel gelöst wird. Und sie hat gesagt, diese Verantwortung möchte ich nicht übernehmen. Und dann steht eine Zahl da und dann muss man die entsprechende Zeichnung finden, das wäre sie hier. Wiederum was komplett anderes. Alkohol macht ehrlich. Hier geht es um den Hamburger Fotograf Rüdiger Beckmann, der das Konzept hat, dass die besten Fotos dann entstehen, wenn nicht nur er sturzbetrunken ist, sondern auch das Modell. Und sie hat das in einem Art Selbstversuch gemacht, aber es ist kein reiner Selbstversuch geblieben. Sie hat mit dem Fotografen geredet und was eigentlich ein reiner autobiografischer Comic oder Essay hätte werden können, ist durch die Gespräche eben mit anderen Protagonisten, mit dem Modell und durch die Distanz dadurch entstanden ist, eben wieder zu einer Reportage, zu einem Essay geworden. Und man kann natürlich alle Formen direkt nebeneinander kombinieren. Also oben fast wie eine Art Infografik, was nicht sie, eine andere alles mitgenommen hat. Und dann der Empfang beim Fotografen. Und ich mag natürlich besonders gern der Kontrast zwischen diesem Rot und dem Grau. Das hat gewissermaßen schon ein bisschen was Bedrohliches und man weiß nicht, auf was man sich dort einlässt. Man kann die Fotos im Internet angucken. Und ich mag es eigentlich sehr schön, wie auch hier mit diesen Flecken, mit den Farben angedeutet wird, wie die Sache plötzlich aus der Kontrolle geraten kann. Und das
und findet sich auf einem wackeligen Boden. Und dann eben die Aufnahmen. Wie gesagt, das Ganze kann man dann am Ende im Buch angucken. Aber es sind diese abrupten Wechsel eben zwischen dem doch erotisch aufgeladenen Rot und diesem tristen, nüchternen Grau, die eben dieses Gefühl beim Saufen, finde ich, schon wiedergeben, wenn die Sache plötzlich außer Kontrolle gerät und nicht mehr zu kontrollieren ist. Aber vielleicht ein bisschen, wie unterrichtet man sowas? Wie verläuft so ein Kurs? Um zu zeigen, wie der Kurs läuft, haben wir gedacht, wir sprechen nicht drüber, wir engagieren eine Studentin, eine ehemalige, und lassen sie quasi ein Visual Essay über den Kurs machen. In diesem Fall ist das Isabel Peterhans, die schon mehrere Bücher jetzt rausgegeben hat, und momentan, glaube ich, in ihrem dritten sitzt. Das wird über Haiti sein. Ihre Diplomarbeit ist jetzt auf Deutsch und Französisch erschienen. Und ja, so reden halt Lehrer. Das ist der Yves, der sich dort versteckt. Diese Reportage vom letzten Jahr ist sehr gelungen. Daneben Pitt Wurer, einen Journalisten, den wir einladen und zumindest in kurz, so weit wie irgendwie möglich innerhalb dieser kurzen Zeit die Leute in die Techniken des Journalismus einführt und auch ein bisschen die Ethik des Journalisten. Er war lange Zeit Ressortleiter bei der Wochenzeitung, das ist wie die Schweizer Taz, nur wöchentlich fürs Auslandsressort. Und das hier ist eben dieses eher schlechte Beispiel, so sollte man es lieber nicht machen. Dann gibt es solche fast schon therapeutischen Ansätze, wie man das macht. Er gibt das Thema vor, in dem Jahr war es das große Fressen. Und dann kommen die Leute und man trägt einfach mal alle Ideen zusammen, wie eine Art Redaktionssitzung. Das Ganze wird als Heft gedacht und jedes Jahr kommt ein solches Heft raus. Und jetzt kann man sich das natürlich, wir lassen den Leuten sehr, sehr viel Freiheit, den Studenten. Ich erinnere mich, dass beim Thema Alkohol, die einen gehen zu den anonymen Alkoholikern, die anderen gehen in betreuten Wohnen und die anderen gehen in eine Brennerei oder in eine Brauerei und machen eigentlich die Marketingtour und was dabei rauskommt, ist nichts anderes wie Marketing. Interessant war, wenn man Autorenschaft anguckt, dass bei denen, die zu den anonymen Alkoholikern gegangen sind, der eine gesagt hat, ich konnte nichts zeichnen dort, weil ich musste die Anonymität der Leute respektieren. Und dann kam jemand anders und hat gesagt, ach, das war überhaupt kein Problem, die haben sich alle gern zeichnen lassen. Das Lustige war, dass wir herausgefunden haben, beide waren bei der gleichen Gruppe. Also es ist eine sehr persönliche Zeugenschaft. Letztendlich ist es ja auch immer, ich war da, ich habe das gesehen. Was für uns sehr, sehr wichtig ist, und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Erinnert euch an das Bild, das ich vorhin übersprungen habe. Das war eine Reportage, die zusammengesucht wird. So wie man es heute eigentlich in vielen Zeitungen macht. Man sitzt im Computer, man sammelt Informationen, man strukturiert sie neu. Wir fordern von den Leuten, dass sie eigentlich die Komfortzone der Schule verlassen und rausgehen. Und hier ist die Journalistin, respektive die Studentin. Der eine ist in die Küche gegangen, der andere ist, glaube ich, in die Schweinemast gegangen. Der andere ist zu Bodybuildern gegangen. Das mag ich auch ganz gerne da stehen. Ich habe gelesen, dass solche Power-Food-Produkte auch Steroide enthalten. Und die Frau, die Verkäuferin, sagt, also bei uns nicht, im Internet vielleicht schon. Und oben haben wir dann eben so den Kommentar des Journalisten, der sie darauf hinweist, dass er ihnen sagt, wichtig ist, dass es euch selber interessiert und nehmt nicht alles für bare Münze. Aber das Schwierige ist eigentlich nicht, das Material zu sammeln. Sie müssen alles selber machen. Sie müssen selber ihre Interviewpartner organisieren, sie müssen selber die Termine abmachen, sie gehen selber hinzeichnen und dann wird es eben schwierig, wie bringt man es zusammen. Und es sind diese Entscheidungswege am Ende, die die meiste Zeit beanspruchen. Weil all das, was man gezeichnet hat, plötzlich, you have to edit it. Man muss es zusammenfügen. Man muss ihm eine Sprache geben. Man muss einen zeichnerischen Ausdruck finden dafür. Und das ist ein Prozess, ein extremes Verdichten. Man kann ja nicht alles wiedergeben. Und auch formal stehen einem viele Möglichkeiten zur Verfügung. Und diese formalen Entscheide brauchen ihre Zeit. Also es ist kein sehr schnelllebiges Medium.
Das ist dann so das Ende des Kurses. Besonders mag ich auch wiederum der Student rechts, der sagt, die letzte Seite muss man mir verzeihen, die ist mir nicht geglückt. Und hier sehen wir eine Entwurfsskizze von dem Comic vom Tizian. Ihr erinnert euch, die Kanüle des Dr. K. Und dort erkennt man eigentlich recht gut, was alles gesucht wird und was nachher noch bleibt von dem Ganzen. Dort kommen auch andere Gespräche mit anderen Ärzten, die er geführt hat. Und eigentlich sehen wir Dr. K. durch die Brille eines anderen Arztes, der hier oben sagt, wissen Sie, für Schönheitsoperationen muss man kein Chirurg sein und keine Ausbildung kommen, aber man kann viel Geld damit verdienen. Und so ein bisschen in seiner ironischen Art, das zu erzählen, schwingt immer die Aussage des anderen Arztes mit. Aber er musste sich irgendwann entscheiden, ich habe so und so viele tolle Fakten gesammelt, aber ich kann die nicht alle zeigen. Eine Minute, mein Gott. Ja, jetzt geht's aber schneller. Es gibt ein paar Methoden, wie man die Leute interessieren kann, um zu dieser ersten Frage zurückzukommen. Eine Methode ist Provokation. Die Studenten werden jedes Jahr mutiger. Die älteren Studenten zeigen den Jüngeren, was man alles machen kann. Das hier ist eigentlich sehr, sehr klassisch gemacht. Langer Text, es ist kein gelungenes Beispiel für ein Visual Essay, aber es ist ein gutes Beispiel für jemanden, der sich in ein Thema reinkniet, und in diesem Fall ist der außergewöhnliche Stoff sehr ausgiebig und gut recherchiert, und der spannend geschriebene Text lässt eben dem Bild wenig Raum. Das ist eine konventionelle Gestaltung, aber es sind die Bilder selber, die eigentlich einen reinziehen. Thema war Fleisch, Besuch im Puff. Und man kriegt schon fast ein bisschen Mitleid mit dem armen Kerl da hinten, der, also das ist einfach nicht mehr wie früher. Und ich meine, auch im Puff war früher alles besser, sogar das früher. Die Mädchen klauen voneinander und die anderen hauen ab und kommen nicht und überhaupt. Und was überhaupt nicht versteht, ist, dass die Magerste von allen momentan die meisten Freier hat. Und er sagt, das beste Geschäft ist am Samstagabend, Freitagabend, wenn die jungen Männer aus der Stadt kommen. Over Sex and under Fact. Es braucht Mut. Hier ist einer in die Pathologie gegangen. Das war möglich, weil ihr Freund Arzt ist. Und offen gestanden, sie war einigermaßen traumatisiert, als sie gesehen hat, wie so die Haut übers Gesicht geklappt wird, wenn man in der Pathologie das Gehirn entfernt. Aber den Stil, den sie wählt, um es zu erzählen, macht die Sache verzeihlicher. Den hätte ich eigentlich gerne etwas länger erzählt, aber ich verzichte jetzt drauf, da müsst ihr das Buch kaufen. Das ist ein Hobbyflieger, der in Echtzeit nach Los Angeles fliegt und wieder zurück und dann ganz tolle Geschichten schreibt. Und ich zeige das, um zu zeigen, dass es letztendlich um ein literarisches Verfahren geht. Es gibt ein sehr schönes Buch von Peter Mandelson, sagt, What you read when you see. Wir stellen uns vor, Anna Karenina könnte man fast wie eine Polizeizeichnung zeigen, so gut kennen wir sie. Wir lernen den Typ kennen, obwohl er nie dargestellt wird. Und weil so ein Flug lange geht, schreibt er dann noch so Kurzgeschichten. Und die sind absolut lesenswert. Und das Ganze, die links, also in diesem Panel, sieht man immer die illustrierten Kurzgeschichten. Und rechts das, was er sagt. Wie viele Seiten hast du denn noch? Ah, es geht jetzt schnell. Es gibt hier eine wunderschöne Karte. Schau mal. Null. Nein. Das setzt aber nicht aufs Internet. Das würden wir nie tun. Ich ja zeige so für die letzten. Ich bin ja so ein bisschen durch, Master ja? of Ceremony, ja. Weißt du? Mhm. Ja, und ich könnte dir stundenlang noch zuhören, aber weißt du, was der Nachteil ist? Einfach, ja. Der Nachteil ist, wenn du jetzt noch mehr erzählst, kauft keiner mehr hinter das Buch. Das gibt's ja auch nicht. Ja, na, aber nicht hier. Also dein Buch. Nein, dann ist, würde ich sagen, dann brechen wir hier ab. Also ich könnte dir noch stundenlang zuhören, tatsächlich. Nein, es gibt nicht mehr so viel, aber das ist. Dann mach doch das hier noch. Dann mache ich den Schluss. Aber dann kriege ich das Schild nicht mehr. Nein, das Schild nehme ich wieder mit. Gut.
Wir haben das Schweizerdeutsch auch übersetzt auf richtiges Deutsch. Die hätte ich natürlich auch gerne gezeigt über die Metzger. Irgendein Double muss es ja machen. Double heißt so viel wie Trottel, Löli, Glünki. Das müsst ihr selber angucken. Solitary Confinement, Molly Crabapple. Ist einfach, was ist möglich mit neuen Technologien? Was ist, wenn Zeichnung Film wird, wenn Text plötzlich zu Ton wird? Ich empfehle euch, das wirklich anzugucken. Und das Letzte, ich möchte einfach noch mit einer kurzen Bemerkung eben mit dem Ende schließen, mit einer Schlussüberlegung. Ein anderes Potenzial, und das habe ich in Indien kennengelernt. Ich unterrichte gelegentlich in Indien, das sind so Studentenarbeiten, die ich dort gemacht habe. Und dort habe ich jemanden kennengelernt und die Inder machen etwas, und das, ich mag das. Inder sind in der Lage, von einem Tag auf den anderen ihr Leben zu ändern. In diesem Fall Charat Sharma, der ein schönes Büro in Delhi hatte, Cartoonist war und eigentlich immer den erhobenen Zeigefinger gezeigt hat, macht nicht dies, macht nicht das. Er hat den Bekehrten gepredigt, er wusste, er erreicht eigentlich nichts damit. Und dann hat er die Stelle gekündigt. Und das Interessante für mich ist, er hat nicht das gemacht, was wir machen würden. Jeder von uns, und das ist für mich westliches, europäisches Denken, wir würden hingehen und sagen, wir gehen hin zu den in die schwierigen Zonen und wir berichten, weil wir ja Profis sind, wir lassen uns die Geschichten erzählen und wir berichten von ihnen. Was er gemacht hat, ist was ganz anderes. Er hat den Leuten beigebracht, ihre eigenen Comics zu zeichnen. Und er sagt, jedes Dorf, egal wo, im Dschungel oder wo auch immer, hat einen Fotokopierer. Er stellt ein paar Regeln auf. Er sagt, wir machen nur A4, wir machen nur schwarz-weiß. Er zeigt den Leuten ein bisschen zuerst den Text oben, dann das Bild drunter. Und die Leute sagen, ich kann nicht zeichnen wie der. Und er sagt, das ist egal, weil die anderen haben es geliebt, weil es von ihren Problemen erzählt. Und das ist das letzte Bild und mit dem möchte ich eben dadurch schließen. Sie reden viel von Empowerment, die Inder. Eigentlich den Leuten wieder eine Stimme geben, eine Macht. Und ich denke, es gibt keine schönere Geste, wie den Leuten die Möglichkeit geben, ihre eigenen Geschichten selbst zu erzählen und damit eigentlich die Deutungshoheit wieder darüber zurückzuerlangen, über den, wer sie sind. Hier haben wir den Fall einer Witwe. Ihr Mann ist gestorben und der Schwager sagt, das Feld gehört jetzt mir wieder. Du bist eine Frau. Witwe hat überhaupt kein Recht. Die Frauen tun sich zusammen und reißen so lange die Gesetzlinge aus, bis der Schwager aufgibt und sie das Feld wieder zurückkommen. Und das war's. Danke vielmals. Sorry. Nein, bleib da. Gut. Die angenehmste Rampensau ever. Und er hat es ja selber gesagt. Es geht um außer Kontrolle geraten. Das kam bei dir relativ intensiv vor. Ja, ja, das mag ich. Und du wirkst dabei so, als ob das gar nicht so wäre. Ich finde es unglaublich toll, welche Qualität von Illustrationen du hier zeigen kannst und welche Vielfältigkeit und welche Hintergründigkeit in diesen Dingen enthalten ist. Ich fand eine Sache ganz, ganz besonders toll. Diesen Vergleich zwischen Fotografie und Illustration. Diese Möglichkeiten des Abbildens und des Hinterfragens. Das geht mit Bildern manchmal, also Fotos manchmal auch, aber die Mehrschichtigkeit und die Präzision, mit der es möglich ist, die ist beim Foto gewollt und manchmal zufällig und bei der Illustration auf jeden Fall gewollt. Ich finde, dass in einer Zeit, in der wir im Internet von Bildern nur so überschwemmt sind, in der Illustration eine unglaubliche Chance steckt und ich habe gar keine Frage. Dann danke fürs Einladen. Danke dir.